Amtsvorgänger Donald Trump verspottet den US-Präsidenten als träge und unentschlossen. Aber Joe Biden scheint ein Imagewandel gelungen zu sein. Die USA gehen im Ukraine-Krieg voran, liefern große Mengen Waffen an Kiew und haben ihre starke internationale Position wiedergefunden. Es war natürlich sehr wichtig für diese ganze Krise, für diesen ganzen Konflikt, dass die USA gesagt haben, wir übernehmen hier wieder die Führungsrolle. Wir sind diejenigen, die die anderen eben an einen Tisch bringen, um gemeinsam etwas zu unternehmen gegen die Aggression von Russland. Und da hat Amerika unter Joe Biden ganz klar die Führungsrolle eingenommen als westliche Führungsmacht, Weltmacht. Und das war, glaube ich, entscheidend dafür, dass die Ukraine jetzt auch, oder mitentscheidend dafür, dass die Ukraine jetzt eben einigermaßen noch gut dasteht gegen Russland und weiterhin versorgt wird mit Waffen. Aber auch eben, dass man die Sanktionen gemeinsam durchgesetzt hat. Der Ukraine-Krieg hat auch Auswirkungen auf die weltweite Versorgung mit Nahrungsmitteln. Bei einem Besuch von Bauern in Illinois bekräftigte Biden die aktuelle Bedeutung der US-Landwirtschaft. Right now, America is fighting on two fronts. At home, it's inflation and rising prices. Abroad, it's helping Ukrainians defend their democracy and feeding those who are left hungry around the world because Russian atrocities exist. And Jeff and the American farmers understand Putin's war has cut off critical sources of food. Künftig könnten die US-Bauern den durch den Ukraine-Krieg drohenden Ausfall beim weltweiten Weizenbedarf ausgleichen. Lateinamerikanische Staaten fürchten, dass die USA dies ausnutzen, um die Märkte zu dominieren und größere Profite herauszuschlagen. Und ich glaube, sie sind auch langfristig in einer relativ starken Position bei der Unabhängigkeit von Nahrungsmitteln, wo sie ja auch im Grunde autark sind, sich selbst versorgen können. Und das gibt ihnen natürlich sehr viel Freiheit, wenn dieser Konflikt irgendwann auch mal vorüber sein sollte. Die USA haben einen weiteren Vorteil. Sie sind unabhängig von Öl- und Gaslieferungen aus Russland. Und die Auslandsnachfrage vor allem nach amerikanischem Flüssiggas wächst. Umfrage zufolge unterstützen die meisten US-Amerikaner die Ukraine-Politik Joe Bidens. Sogar die Republikaner im Senat stehen hinter ihm. Bei den Midterm-Wahlen Anfang November dürften allerdings nationale Probleme wieder eine größere Rolle spielen. Wir haben in den USA eine sehr hohe Inflation, höher noch als in Deutschland. Das ist ein Riesenproblem. Die Leute zahlen unverhältnismäßig viel zurzeit für Sprit, sind empört darüber, aber auch die Lebensmittelpreise sind extrem angestiegen, Mieten. Und das wird zum Teil eben auch Joe Biden zur Last gelegt. Und das könnte ein großes Thema bei den Midterms werden. Hinzu kommen die Kontroverse um ein Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen und die weiterhin große Abhängigkeit der USA von Waren aus China. Es bleibt abzuwarten, ob es Biden gelingt, mit seiner entschlossenen Ukraine-Politik die tiefen kulturellen Gräben in den USA zu überwinden.